Hallo zu Inside Politics, mein Name ist Claudia Schiesel und die Dame, die vor mir Platz genommen hat, heißt Magister Verena Nussbaum und ist ihrerseits von der SPÖ nominiert, um eben bei der heutigen Nationalratswahl zu kandidieren. Sie kandidieren im Regionalkreis Graz. Ja, wer ist Verena Nussbaum? Ja, ich sage danke fürs Interview und ja, Sie haben es ja schon einleitend ein bisschen gesagt, ich bin jetzt seit 2017 Nationalratsabgeordnete für Graz, trete wieder an zur Wahl und komme eigentlich aus der Gewerkschaftsseite, bin seit über 20 Jahren im ÖGB beschäftigt, habe mich dort immer mit Frauenpolitik auch beschäftigt, habe dann in der Gesundheitspolitik einen Schwerpunkt gesetzt, indem ich zuerst im Vorstand und dann auch als Obfrau der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse tätig war und wie gesagt seit 2017 im Nationalrat tätig. Im Nationalrat tätig, was sind da eigentlich sozusagen Ihre Hauptbereiche, mit denen Sie sich auseinandersetzen? Ja, meine Schwerpunkte sind natürlich Gesundheitspolitik, aber natürlich auch Gleichstellung und Sozialpolitik. Und was ich auch gelesen habe, Sie setzen sich auch sehr stark für Frauenpolitik ein und zum Teil, wenn ich es so richtig verstanden habe, auch für eine Art der Frauenquote. Ja. Also das heißt, Sie wollen, dass es mehr weibliche Führungskräfte in österreichischen Unternehmen gibt. Ja, das auf jeden Fall, weil es einfach darum geht, dass Frauen noch immer keine Gleichstellung im Arbeitsleben haben. Das Problem ist immer noch, dass es diese gläserne Decke gibt. Das heißt, wir haben ja jetzt einen großen Erfolg gehabt, dass wir die Karenzzeiten anrechnen haben können, wo Frauen auch einkommensmäßig immer nachgehinkt sind bisher durch die Unterbrechungen. Und weiters ist es natürlich so, dass Frauen, wenn sie im Berufsleben stehen, Karriere machen können. Aber irgendwann hört es das auf. Das sieht man auch in den Einkommensberichten, die Betriebe liefern, dass meistens in höheren Einstufungen, in Führungspositionen, dann Frauen sehr selten mehr zu sehen sind. Und da wäre natürlich eine Quote, so wie sie jetzt auch in den Aufsichtsräten vorgesehen ist, natürlich auch gut, um Frauen in diese Positionen zu bringen, weil es gibt extrem gut ausgebildete und qualifizierte Frauen, nur irgendwie haben wir es noch nicht geschafft, dass das in der Gesellschaft so angekommen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Quote mir anhöre, auf was wollen Sie sich da konzentrieren? 50% Frauen in den Vorständen oder? Naja, uns geht es einfach an der Teilhabe. Ja. Mhm. Wir haben jetzt, dass wir die 30% Quote in den Aufsichtsräten haben und das wäre natürlich einmal ein Beginn auch, das in Führungspositionen auch einzuführen. Soll es dann eigentlich im Umkehrschluss auch eine Männerquote geben? Nein, es soll eine ausgeglichene Verantwortung einfach sein in Führungspositionen zwischen Männern und Frauen. Weil es ja oft recht komisch ist, ne, dass es oft bei den weiblichen Angestellten in Summe, sagen wir, 60% oder 70% sind, aber in Führungsebene sind es dann vielleicht nur 10%. Weil was ich mich jetzt zum Beispiel erinnern kann, da war im Universitätsgesetz das Thema mit den Senaten und dass in einem Senat musste mindestens eine Frau sein, aber es stand nirgendwo drin, dass mindestens wiederum ein Mann drin sein sollte, falls das mal kippen würde. Ja, wobei ich sagen muss, da mache ich mir weniger Sorgen, wenn es einmal so weit wäre, dass man 90% Frauen in Führungskräfte in Positionen hätten, in Führungspositionen, dann glaube ich, könnten wir über das dann auch reden, dass wir die Männer schützen müssen. Aber ich glaube, bis dorthin haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Na gut, wir haben nicht überall dieselbe Situation wie bei den Volksschullehrern oder Kindergärtnern, aber in die Richtung denke ich natürlich bei dieser Frage. Ja, wie geht es Ihnen so eigentlich im aktuellen Wahlkampf? Wie ging es eigentlich Ihnen damit, dass Sie der Regierung das Misstrauen ausgesprochen haben? Ja, fangen wir mit dem Misstrauen an. Mir ist es sehr gut gegangen dabei. Und zwar aus dem Grund, dass es einfach nicht sein kann, diese Vorfälle, die waren, sprich Ibiza und die weiterführende Umbildung der Regierung, dass eine Partei, die eigentlich nur 33% bei der letzten Wahl hatte, 100% Regierung zusammenstellt und das war für uns einfach aus demokratiepolitischer Sicht ein notwendiger Schritt.
Und im Wahlkampf jetzt geht es mir eigentlich sehr gut, weil ich finde, dass die Stimmung extrem gut ist. Wir haben jetzt schon einige Aktionen draußen gehabt und ich muss sagen, kommt da sehr gutes, positives Feedback zurück. Ich sehe immer wieder Sie als auch eben Fotos von Ihnen oder Videobeiträge, wo Sie halt bei Volksfesten, Sportveranstaltungen oder bei Veranstaltungen vom Bundesheer oder halt anderen öffentlichen Events dabei sind. Fühlen Sie sich manchmal da deplatziert, wo Sie sagen, am liebsten wäre ich da gar nicht dabei? Nein, mir macht es Spaß. Ich bin ein Mensch, der gern bei den Leuten ist, der auch gern so mit ihnen ins Gespräch kommt. Oft muss ich sagen, hat man ja gar nicht so viel Zeit. Und darum sind solche Veranstaltungen eigentlich ganz toll, dass man einfach bei den Leuten ist und so raushört, was sie beschäftigt. Und wie wichtig ist es, dass Sie auch eine Repräsentationsfigur darstellen? Einerseits eben aufgrund Ihrer ehemaligen Tätigkeit als Vorstandsmitglied und Opfer der Gebietskrankenkasse und andererseits jetzt als Nationalrätin. Wie wichtig ist, dass sozusagen Nationalräte auch in der Öffentlichkeit sichtbar sind? Ja, es ist notwendig, aber ich sage, ich bin so, wie ich bin und ob ich jetzt da als Opfer tätig war, ja, oder ob ich jetzt als Nationalratsabgeordnete bin, das bin immer ich als Person. Und ja, natürlich hat man gewisse repräsentative Funktionen, was, glaube ich, einfach wichtig ist, weil das einfach zur Rolle dazugehört. Aber gerade bei diesen Funktionen hat man immer die Möglichkeit, immer mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist das Wesentliche dabei. Weil nur im Plenarsaal sitzen, ist es dann auch nicht. Ne? Ja, vor allem, da wird man nicht oft so gesehen, wie man es gesehen werden will, glaube ich. Ja, ich sage, das gehört dazu. Ist wichtig, natürlich, selbstverständlich, die Debatten und Diskussionen in den Ausschüssen und auch im Plenum, aber das Leben spielt sich nicht nur im Parlament ab. Ne? Das ist vollkommen richtig, weil immerhin neben den 183 Nationalratsabgeordneten haben wir noch 8,4 Millionen so andere Menschen. Ja, ganz genau. Das heißt, Ihnen gefällt diese Arbeit und Sie wollen jetzt sozusagen auch, wenn wir wieder mal eine längere Legislaturperiode haben sollten, 5 Jahre dort. Ja, sicher, hätte ich vor, ja. Und wenn es nicht so ist, müssen wir wieder Wahl kämpfen, ne? Ja, also österreichische oder italienische Verhältnisse nähern sich langsam an, wie man ja hört. Aber ich weiß, da wird es wahrscheinlich Gegenstimmen geben. Also, dann hätte ich noch eine abschließende Frage zu diesem Punkt. Wie geht es Ihnen dann mit der Vereinbarung Familie, Karriere und Verpflichtung? Mir persönlich meinen Sie jetzt? Ja, mir geht es gut, weil ich einen Partner habe, wo wir uns eigentlich die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sehr gut aufteilen. Und damit funktioniert das. Das ist auch gut zu hören, weil das funktioniert auch nicht immer so, was ich so höre. Aber ja, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Mhm. Bei mir funktioniert es sehr gut, aber generell, sage ich, zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben müssen wir natürlich noch einiges schaffen. Gerade damit Frauen jetzt gar nicht in politischen Funktionen, sondern generell ihrer Arbeit nachgehen können. Nicht nur in einem Teilzeitjob, sondern auch Vollzeit. Ne? Und damit sind wir auch schon beim Übergang zum Thema Soziales, also Gesundheit, ja. Pflege, Pension und so weiter. Wie wichtig ist es für Frauen, dass es ganz Tagesbetreuungsstätten für Kinder gibt? Und es ist extrem wichtig. Darum fordern wir ja auch ab dem ersten Lebensjahr einen Kinderbetreuungsplatz oder Kinderbildung ist es ja eigentlich schon, dass die Frauen eben die Möglichkeit haben, wieder ins Erwerbsleben zurückzukommen. Auf Vollzeitbasis, darum brauchen wir auch ganztägige Kinderbetreuungseinrichtungen, weil Frauen sollen nach wie vor ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen können und sollen nicht finanziell von wem anderen abhängig sein. Und diese Teilzeitfalle, wie wir sie jetzt nennen, führt natürlich daher dahin, dass es eben wenig Einkommen ist. Dann habe ich natürlich auch in der Pension weniger Pension, wenn ich wenig einzahlt habe, ist klar. Und das sollte man jetzt einmal, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert angekommen, ja. Und irgendwann, sage ich, sollten wir jetzt einmal diese Gleichstellung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt leben, so dass Frauen immer ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und da gehört dazu ein flächendeckender Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, Mindestgehalt.
gutes 1.700, was wir fordern, auch steuerfrei, damit man immer von einem Vollzeitjob leben kann. Also das heißt, es ist auch natürlich das Thema Altersarmut ja immer wieder ein Thema. Mhm. Wie wollen Sie dem dann langfristig entgegentreten? Naja, die Altersarmut resultiert ja daraus, dass eben Frauen seinerzeit wenig berufstätig waren, ja, oder auch gerade durch die Kinder aus dem Berufsleben ausgetreten sind. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon geändert. Und jetzt haben wir zwar Frauen, die durchgehend arbeiten, aber teilweise eben nur in Teilzeit. Und daher ist natürlich die Pension auch niedrig. Und wenn ich aber wie wir das geschafft haben, dass die Kinderbetreuungszeiten, also die Karenzzeiten angerechnet werden, habe ich schon mal da keine Einkommensbußen. Das heißt, ich kann schon mehr für die Pension einzahlen in das Sozialversicherungssystem. Und im Endeffekt muss ich dann halt schauen, dass ich Kinderbetreuungseinrichtungen habe, dass ich in Vollzeit arbeiten kann. Und dann würde sich dieser, wie es so schön heißt, Pay Gap, also diese Einkommenslücke schließen anfangen. Ich verstehe. Sie waren ja auch Gebietskrankenkassenobfrau in der Steiermark. Warum sind Sie eigentlich zurückgetreten? Also wir haben da so vor allem in der Gewerkschaft die Meinung, wir füllen einen Job aus und den machen wir ordentlich. Und ich kann Ihnen sagen, die Tätigkeit als Obfrau der Gebietskrankenkasse hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ist eine herausfordernde Tätigkeit, ist aber auch mehr als ein Vollzeitjob. Und das würde sie mit einem Nationalratsjob, wo ich ja auch genug zu tun habe und unterwegs bin, einfach nicht vereinbaren. Und da sagen wir, da soll einer immer ein Augenmerk auf eine Position haben und das ist wichtig, weil die kann man dann richtig gut ausfüllen. Was ich mich erinnern kann, haben Sie noch vor der Wahl 2017 gesagt, dass Sie sich ja wohl beides sich vorstellen könnten zu tun. Ja, das war ein Übergang, wo wir gesagt haben, dass mein Nachfolger, der ja neu gekommen ist, ja, nicht ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen einen ordentlichen Übergang machen. Und darum habe ich das ja ab ein paar Monate auch gemeinsam gemacht. Was ich mir erinnern kann, war da etwas die Kritik, dass man eben auch gesagt hat, sie würden hier bewusst zwei Gehälter kassieren wollen und hätten damit kein Problem. Ach so, das weiß ich nicht, das sagen Sie mir jetzt das erste Mal. Ich glaube, das war in aber das ist überhaupt nicht das Thema, also nie gewesen, weil da gibt es ja eh Einkommensobergrenzen und alles. Also. Das ist schon richtig, also Zuverdienstgrenzen für Nationalratsabgeordnete, da sind Sie dafür. Also wir müssen eh unsere Einkünfte offenlegen und ich glaube, es muss jeder für sich vereinbaren, dass er sagt, okay, welche Tätigkeiten kann ich nebenher noch ausführen und welche nicht. Es ist natürlich ein bisschen sozusagen dem Volk aufs Maul geschaut, immer so ein bisschen, dass es heißt, ja, die Politiker bekommen den Hals nicht voll und dann sind sie dort Vorstand, dann sind sie da nur irgendwie aktiv und so weiter. Also das heißt, es gibt schon Ihrer Meinung auch, dass man einen Fokus setzt und für sich sagt, jetzt bin ich 5 Jahre Nationalratsabgeordnete und das ist meine Bestimmung und meine Hauptaufgabe. Ich sage, ja, soll auch so sein, aber ich sage, man muss eben für sich jeder entscheiden, was kann ich noch, was gibt meine Zeit oder meine persönlichen Ressourcen her, was kann ich noch zusätzlich machen und was nicht. Welche Entwicklungen braucht es Ihrer Meinung nach im Gesundheits- und Pensionssystem? Beim Gesundheitssystem, glaube ich, ist es wesentlich, dass wir weiterhin das solidarisch finanzierte System lassen. Also das heißt, alle zahlen ihre Beiträge ein und kriegen genau die Leistung und es sollte halt die beste medizinische Leistung sein, die notwendig ist. Und es ist dann egal, ob ich da jetzt eine Frau bin, ob ich ein Mann bin, ob ich jung oder alt bin, ob ich arm oder reich bin, sondern jeder, und das zeichnet unser System aus, soll die Versorgung kriegen, die beste medizinische Versorgung, die notwendig ist. Und an dem sollte man festhalten und nicht in Richtung einer Privatisierung gehen. Gut, die Debatte gibt es ja immer wieder und auch schon, glaube ich, solange ich lebe und jetzt bin ich doch seit Mitte der 80er Jahre Staatsbürger. Aber was halten Sie eigentlich von dieser österreichischen Krankenkasse und wie bewerten Sie die kommende Reform? Also, zur ÖGK möchte ich sagen, also so wie jetzt diese Sozialversicherungsreform, wie sie genannt wird, ich sage eher, das ist eine Zerstörung der Sozialversicherung, der beginnende Schritt der Zerstörung, ist dahingehend abzulehnen, weil es kann nicht sein, dass Arbeitgeber
über Beiträge und über Leistungen für Arbeitnehmer verantwortlich sind. Und wir, die einzahlen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, keine Mitsprache haben. Sie reden jetzt von diesen sogenannten Gremien, ja, genau, wo dann eben die Mehrheit auf Arbeitgeberseite ist, ja. Und ich sage einmal, und bei einer Beamtenversicherung reden nur die Beamten mit, ja. Und bei der selbstständigen Versicherung und bei den Bauern reden auch nur die Bauern mit. Also das ist ja schon so gedacht, dass die, die einzahlen, auch das Sagen haben. Und darum ist das aufs Entschiedenste abzulehnen, was da abgeht. Und dann natürlich auch die Prüfung. Ich kann nicht sagen, ich gebe die Beitragsprüfung, lagere an die Finanz aus. Mhm. Ja? Weil das wäre ungefähr so, wenn ein Sportverein sagt, ja gut, oder egal, jeder Verein, der Rechnungsprüfer hat und der schaut, ob die Beiträge richtig einbezahlt worden sind, das machen nicht wir, sondern das lassen wir, was weiß ich, irgendeinen Verein machen, der nichts mit uns zu tun hat. Also ich sage, da sind verfassungsrechtliche Bedenken schon da. Und wie es dann tatsächlich umgesetzt wird, wie es mit den Leistungen dann im Endeffekt ausschauen wird, das werden wir dann eh sehen. Das ist natürlich genau das Thema. Aber wäre nicht eigentlich so eine Gesamtkasse für alle das Endziel von den ganzen Entwicklungen, statt Klassen- und Kassentrennung sozusagen eine Kasse für alle? Naja, es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Ja. Natürlich wäre das eine Möglichkeit, dass jeder die beste medizinische Versorgung hat, aber man darf nicht vergessen, dass Gesundheit natürlich eine Landessache ist und die Länder da ja auch einen bedeutenden Teil mitzureden haben. Mhm. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, würde es da geben, um was anderes umzusetzen. Aber in dem Fall war die jetzige Reform ist eigentlich nur darum gegangen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enteignet werden. Welche Schritte muss man Ihrer Meinung nach in der Pflege setzen? Die Pflege ist unter Anführungszeichen ein neueres Thema, weil früher haben wir nicht das Glück gehabt, dass so viele Leute so alt geworden sind. Und jetzt haben wir das Glück, dass wir hohe Lebenserwartung haben, aber leider ist halt die gesunden Lebensjahre hinken halt da hinten nach. Und darum ist es notwendig, dass man die Pflege einheitlich regelt, dass es für die Menschen eine Qualität gibt der Pflege, die sie benötigen im Alter. Mhm. Und dass aber jeder individuell sich das auch aussuchen kann, möchte ich in eine betreute Pflege gehen, sprich in ein Pflegeheim, oder möchte ich am liebsten so lange wie möglich in meinen eigenen vier Wänden sein. Genauso sehe ich das auch. Ich habe nämlich eine Tante, die war dieses letzte Jahr im Frühjahr gestorben, die mich 2 Jahre dann mitbetreut und hat das ganze Pflegemanagement gemacht. Und weiß dann auch, dass da nicht damit aufhört, dass man um 17 Uhr nach Hause geht und am nächsten Tag vielleicht mal um 14 Uhr vorbeischaut. Es ist ja so, dass vor allem für diese Verwandten derzeit noch zu wenig gemacht wird oder auch zu wenige Konzepte da sind. Und wenn man teilweise dann sich engagiert und vielleicht sogar noch von der Familie dafür Geld kriegt, dann braucht man gleich immer einen Gewerbeschein dafür. Also wo sehen Sie hier Lösungsansätze? Naja, das ist eben dieses breit gefächerte. Also wir sagen ja, wir möchten eben den Rechtsanspruch haben auf eine Pflegekarenz, wo man eben sagt, dass dann nahe Angehörige oder Angehörige eben auch das übernehmen können, wobei viele damit überfordert sind, weil ich sage jetzt, eine Betreuung ist was anderes als eine Pflege, weil nicht umsonst gibt es ja diese Ausbildungen dafür und die braucht dann eine gewisse Qualität und da sind dann, man glaubt es oft als Angehöriger, wir machen das und Sie werden das wahrscheinlich selber dann auch gesehen haben, man stößt dann relativ rasch an seine Grenzen. Ich hatte eine Pflegerin, aber ich bin bei denen auch teilweise an die Grenzen gestoßen, das ist jetzt nicht abwegig gemeint oder so, sondern wie Sie richtig sagen, es gibt eine Ausbildung, aber wenn man jetzt so wie derzeit das System hat, dass wir sehr viele Leute aus Ländern holen, die jetzt nicht, Klammer auf, den gesellschaftlichen Standard haben, den wir haben, Klammer zu, dann kommt es natürlich auch zu entsprechenden Divergenzen und auch zu Problemen. Ja, wobei man sagen muss, wenn Sie diese 24-Stunden-Betreuung ansprechen, ist das immer Betreuung. Ja. Und da möchte man halt den Unterschied setzen, dass eine Pflege
eine andere Qualität hat. Die haben zwar auch ihre Ausbildungen und sind ein wertvoller Bestandteil in der ganzen Situation, nicht selbstverständlich, aber ich sage, Pflege hat eben eine Qualität und eine andere Ausbildung. Natürlich. Und da müssen wir schauen, dass wir die ausbauen und dass wir aber gleichzeitig auch natürlich die Arbeitsbedingungen für Menschen, die diesen Beruf wählen, so attraktiv gestalten, dass sie nicht nach einigen Jahren in ein Burnout kommen selbst. Es gibt jetzt eine Forderung, immer wieder die Wehrpflicht. Und dann werde ich jetzt auch gleich eine User-Frage vorwegnehmen, zu verlängern. Und dadurch wäre auch die Debatte über die Verlängerung des Zivildienstes wieder da. Wenn das kommt, könnten Sie sich vorstellen, dass man Zivildiener in diesem Pflege- und Betreuungsbereich auch einsetzt? Naja, die werden ja jetzt auch schon eingesetzt, die Zivildiener. Aber über die Organisationen meistens jetzt weniger, dass man sagt, ich kann mir einen Zivildiener direkt ins Haus beschaffen, der dann eben für meine Tante aufpasst. Ach so, meinen Sie das jetzt? So meine ich das als Tagesunterstützung, sowas. Also das würde ich eher ablehnen, weil ja darum geht, der Zivildiener soll ja unterstützend dort helfen. Mhm. Und ich glaube, dass gerade meistens sind es junge Menschen auch überfordert werden, glaube ich. Also das würde ich nicht unbedingt für gut heißen. Okay, und wie soll sich das langfristig durchfinanzieren? Weil zum Beispiel Landeshauptmann Schützenhöfer und auch die ÖVP haben ja dieses Konzept der Pflegeversicherung vorgestellt. Ja, wir sind da anderer Meinung. Wir wollen einen Pflegefonds haben. Weil bei der Versicherung ist immer so eine Frage, wer zahlt denn ein? Und wenn wir Arbeitnehmer uns das jetzt wieder alle selber zahlen, ja, sagen wir, soll das schon eine andere Form der Finanzierung sein in einem Pflegefonds, wo man das auch steuergebunden reinnimmt und nicht auf Arbeitnehmerkosten wieder. Ich verstehe. So, jetzt kommen wir zu den User-Fragen, in dem Fall von Reddit. Und bitte nicht lachen, aber der heißt wirklich Matli Bussebär. Und ich nehme die Meinungsverschiedenheit bei konkreten Themen und Entschließungsanträgen oft als Scharmützel wahr, die mir unauflösbar scheinen, weil es meines Wissens keinen Austausch über allgemeine Begriffe gibt, wobei es dabei nicht auf einem Austausch bleiben sollte, sondern zu einer tatsächlichen Begriffsarbeit kommen sollte. Das heißt Offenheit bzw. Möglichkeit der Überarbeitung einer Position einzuräumen, Dialektik anstelle von Standpunkt. Daher meine Frage. Gibt es interparteiliche Debatten, zum Beispiel über den allgemeinen Begriff der Leistung, sozialer Gerechtigkeit oder Kapitalismus? War jetzt ein bisschen okay. Viel, oder? Ja, war jetzt viel. Es mag sein, dass jede Partei eine andere Meinung hat über soziale Gerechtigkeit, davon bin ich überzeugt, ja. Ich kann nur sagen, innerparteilich gibt es über die Begriffe selber keine Diskussionen, weil wir eigentlich, also ich kann jetzt nur von meiner Partei reden, von der SPÖ, da einer Meinung sind und in eine Richtung gehen. Und die interparteilich, da hat man ja sozusagen die Ausschüsse im Parlament, wo man das dann ja debattieren kann. Ja, sicher. Also ich sage, da sind die Ausschüsse und da wird dann inhaltlich debattiert. Denken Sie, dass solche Debatten förderlich wären für konkrete politische Sacharbeit? Welche Debatten jetzt? Also diese interparteilichen Diskussionen, aber dass diese förderlich sind, ich glaube, das ist eher im Kontext. Also grundsätzlich gibt es ja immer wieder zu verschiedenen Themenbereichen, Veranstaltungen, wo man natürlich Interesse hat, aus allen verschiedenen, also von den verschiedenen Parteien, die verschiedenen Meinungspositionen wiederzuspiegeln. Ne? Ja. Und es gibt ja solche Veranstaltungen. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt extra mehr machen müsste. Wie bewerten Sie die Diskussionskultur in den Ausschüssen im Nationalrat? Die Diskussionskultur ist eine, die ich jetzt kennengelernt habe, dass nur dort, wo die Regierungsparteien Interesse haben, was durchzubringen, dass über das diskutiert wird und die anderen Themenbereiche leider Gottes nicht so, wie soll ich jetzt sagen, im Mittelpunkt genommen worden sind und diskutiert worden sind. Ergänzend dazu eine Frage von mir. Sie gelten als harte Verhandlerin. Hat das die Regierung die letzten 2 Jahre gespürt? Naja, das Problem ist, dass wir nicht in der Regierung waren. Mhm. Ja,
Das heißt, verhandeln mit der Regierung war nicht. Ich habe mein Bestes gegeben in Richtung ehemalige Sozialministerin Hartinger, mit der ich absolut nicht übereingestimmt habe inhaltlich. Nicht bei Sie, da hat es ja andere gegeben. Was ist mit Ihnen? Fällt mir ein. Ja, alles Mögliche haben wir da durchgehabt, aber das ist halt die Sache in der Opposition, dass man nicht wirklich mitgestalten kann. So, dann sind wir bei der nächsten Frage von Suckling. Sollen erwartete Gesamtpensionszeiten per Gesetz angeglichen werden? Also Männer sind im Schnitt mehrere Jahre kürzer in Pension als Frauen. Also Sie meinen die Pensionsautomatik sozusagen, genau, ja. Dass das dann, nein, bin ich nicht dafür. Soll eine allgemeine Wehrpflicht für alle Geschlechter gelten? Ja, kann man machen, wobei aus meiner Sicht dieses soziale Jahr, das es gibt, eigentlich mehr in den Vordergrund stellen möchte, dass das, glaube ich, ein extrem wertvoller Beitrag für die Gesellschaft ist. Wobei das EU-rechtswidrig wäre, also das heißt, ohne Wehrpflicht kann es kein soziales Jahr geben. Ja, aber wenn Sie meinen, die Wehrpflicht, ja, haben Sie jetzt gemeint für beide, genau, Geschlechter, oder? Ja, genau. Ja, und da sage ich, ist auch dieses soziale Jahr, das es ja gibt, glaube ich, das muss man mehr forcieren. In einer Freiwilligkeit. In einer Freiwilligkeit, ja. Okay. So, nicht, dass ich da durcheinander komme hier. Gibt es einen Clubzwang im Nationalrat? Und wenn nein, wann werden Sie einmal gegen den Rest der SPÖ stimmen? Also ich sage, aus meiner Erfahrung, nachdem wir ja jetzt Oppositionspartei waren, haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt innerhalb vom Club bei den Diskussionen, weil wir ja eh einer Meinung waren. Ich glaube, das Problem stellt sich dann, wenn man in einer Regierungspartei ist, um dann Kompromisse zu schließen, weil ja kaum eine Alleinregierung mehr stattfinden wird heutzutage, sondern meistens in einer Koalitionsform regiert wird und dort, aber da kann ich Ihnen jetzt keine Erfahrungswerte sagen aus meiner Sicht. Durch welche Leistung haben sich Pensionisten mit niedriger Pension eine doppelte Lohnerhöhung verdient, also die am wenigsten, allerwenigsten in ihrer aktiven Zeit an andere Pensionisten bezahlt haben? Naja, Sie meinen jetzt, weil die 3,8% genau, ja, jetzt erhöht werden für die unteren. Naja, da muss man, also man kann jetzt, ja, natürlich haben die weniger Beitragsjahre, dadurch haben sie weniger Pensionen, man muss halt die Hintergründe schauen, warum das so passiert ist. Ja? Mhm. Weil das wird dann immer teilweise so her dargestellt, dass man sagt, die liegen nur in der Hängematte und haben eh nichts geleistet. Und das ist aber ganz im Gegenteil der Fall, weil das sind vor allem Frauen, die eben sich der Kindererziehung gewidmet haben, die unbezahlte Arbeit gemacht haben oder auch Menschen, die aufgrund von Krankheit nicht im Erwerbsleben so also teilhaben haben können oder eben durch Arbeitslosigkeit. Und ich glaube, es hat jeder seinen Beitrag geleistet in dieser Gesellschaft und es kann nicht sein, dass man die dann einfach im Alter im Stich lässt. Ja, und die müssen auch wovon leben. Natürlich. Und ich glaube, das zeichnet uns auch in Österreich aus, dass wenn wir ein gutes soziales Netz haben, dass keiner da durchfällt. Wäre es aber dann nicht besser, wenn man zum Beispiel gewisse soziale Fördertöpfe mehr bündelt, eben nicht für jede Lebenstätigkeit einen eigenen Fördertopf, sondern lieber einen Gesamt? Nein, ich glaube, das soll schon einfach ein Zeichen sein mit einer Pensionserhöhung, dass man wirklich sagt den Pensionisten, uns ist es das wert, dass sie da mehr bekommen. Mhm. Dass es eine Wertschätzung ist. Ja, ich rede jetzt zum Beispiel davon, dass manche Mindestpensionisten müssen dann haben eine GIST-Befreiung, haben dann zum Beispiel Vergünstigung beim öffentlichen Verkehr und so weiter. Wäre es natürlich besser, nicht diese Einzelbegünstigung zu haben, sondern zu sagen, okay, ihr bekommt da von einem Fonds ein Geld, damit das eben alles bezahlt werden kann. Ich glaube, nur Geld zu geben ist nicht immer der richtige Ansatz, sondern ich glaube, mit Sachleistungen, so wie dass ich eben gewisse Befreiungen habe, durchaus eine gute Balance ist. Dass nicht nur, also dass man Sachleistungen sozusagen bezieht, als auch Geldleistungen. Könnten Sie sich das zum Beispiel auch für Asylwerber so vorstellen? Weil da wird ja auch immer wieder diskutiert, Sachleistungen statt Geld. Ja, weil ich sage, man muss eine gute Mischung daraus finden. So, und zuletzt noch von meinem Kollegen August Peter Zurück bekomme ich immer wieder die Frage,
Unter Kreisky galt die Devise Leistung durch Aufstieg. Heute scheint es so, als ob die SPÖ nicht mehr den Leistungsträgern, sondern nur noch jenen, die am Geldhahn des Staates hängen wollen, dient. Wie wollen Sie dem entgegentreten? Was wollen Sie den Hacklern bringen? Okay. Also aus meiner Sicht ist das, was Kreisky gesagt hat, was Sie da jetzt zitiert haben, nach wie vor gültig, weil wir wollen ja eine Verbesserung für alle Menschen im Land haben. Wir wollen ja weiter nach vorwärts gehen und nicht wieder zurückgehen. Ne? Das heißt, das ist nach wie vor unser Ziel, dass es allen gut geht. Und auch die Lebensbedingungen der Menschen weiterhin verbessert wird. Also das ist für mich schon ein wesentlicher Thema nach wie vor. Und ja, wir haben sehr viel erreicht durch die Sozialdemokratie, gerade was das Arbeitsleben betrifft. Und da müssen wir weiterarbeiten. Gut, und bevor wir jetzt zum letzten Teil, den Wordrap, kommen, gehen wir noch drei Kapitel kurz durch. Ich habe eine Frage. Sie waren ja im Bereich der Gewerkschaft sehr lange tätig, oder sind es eigentlich auch noch? Ja. Sie sind ja für die Gewerkschaft GPA-DJB, das heißt DJB heißt konkret Druck, Journalismus und Print tätig. Und der burgenländische Landeshauptmann Oskar Ziel hat im Frühjahr auf einer Veranstaltung der FH Burgenland zur Zukunft des Regionaljournalismus gesagt, dass Medien das Sprachrohr der Politik seien oder darstellen. Wie stehen Sie zu so einer Aussage? Ich glaube, dass es in Österreich wichtig ist, dass es einen unabhängigen Journalismus gibt. Und wir als Gewerkschaft, also Gewerkschaft der Privatangestellten, Druckjournalismus Papier heißt es offiziell, ja, stehen auch dafür. Also braucht es Ihrer Meinung nach auch weniger Medienregulierung und ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Journalismus und Politikern? Ja. Gut, der innerparteiliche Zustand der SPÖ, der wird immer wieder ein bisschen kritisiert. Viele Otto-Normalbürger sehen die SPÖ heute weniger als bodenständige Arbeiterpartei, denn als Organisation zur Selbstprofilierung von Personen, die es in der Privatwirtschaft augenscheinlich nicht immer gleich nach vorne geschafft hätten. Ein großer Anteil von Akademikern besetzt die Partei und die Clubspitze. Und wenn jemand keinen Universitätsabschluss hat, dann ist er im Regelfall über die Gewerkschaft groß geworden und hätte sich nicht unbedingt in der Privatwirtschaft hochgearbeitet. Wie bewerten Sie solche Kritik und ist das nicht eher ein Klischee? Ich glaube schon, dass das ein Klischee ist, ja, weil gerade wir auch in Graz und in der Steiermark haben ja eine recht offene Partei, wo alle mitarbeiten können, die sich interessieren. Ja. Wir haben Dialoge, wir haben Bürgerpraktika und so weiter. Das heißt, alle Menschen, die interessiert sind, ja, und sagen, sie möchten da mal mitarbeiten, sind herzlich willkommen. Und ja, also ich bin jetzt auch Akademikerin in dem Sinn, Kreisky sei Dank, sage ich, habe ich auch studieren können und bin auch in der Gewerkschaft arbeite ich, aber das, also dem würde ich widersprechen, was Sie mir jetzt da jetzt gesagt haben. Also ich glaube, bei uns gerade innerparteilich hat jeder die Chance, sich zu engagieren und da was unter Anführungszeichen jetzt zu werden. Wir wollen sie eben beide Klischees ausfüllen, aber das ist eine andere Geschichte. Wäre eine Entpolitisierung öffentlicher Unternehmen und des Parteiapparates, Beamtenapparates notwendig, so wie das jetzt gerade mit Ibiza, Schröder und so weiter gerade debattiert wird? Ich glaube, Politik spielt einfach, und jetzt ist Politik, sehe jetzt einfach meine Haltung, meine politische, ja, überall eine Rolle. Ja. Es geht jetzt nicht nur, dass man jetzt Posten besetzt, sondern es wird jeder Mensch oder ich hoffe in Österreich auch Politik interessiert sein, weil wir leben in einer Demokratie, in einer Republik, ja, wo man sagt, das wäre ja eigentlich, das ist ja das Ziel oder das ist ja das Ziel einer Republik gewesen, dass wir als Menschen, als Staatsbürger auch alle ein politisches Interesse haben, wie es in unserem Staat zugeht. Und darum werde ich es nicht ganz entflechten können, von jeder einzelnen Person her gesehen. Gut, aber die Demokratie ist 1866 eingeführt worden, Staatsgrundgesetz, also da haben wir schon ein bisschen länger Demokratie. Ja, aber also dafür hätte man per se jetzt keine Republik gebraucht. Aber naja, trotzdem, glaube ich, ist es schon gut, dass wir eine Republik haben, dass das Recht vom Volk ausgeht. Ne? Dieser,
Ist ein Debattenbeitrag. Ja. Weil wenn ich jetzt da kurz nachschaue, der Papst, der Vatikan ist auch eine Wahlmonarchie und da wählen halt die Kardinäle als ausgewähltes Volk, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, würde ich jetzt nicht als klassisches Beispiel nennen. Ist aber, wie hat mir das mal ein Bischof gesagt, ein Erfolgskonzept, was ein paar hundert Jahre schon funktioniert. Aber sei dahingestellt. Im heurigen Jahr haben bei den Kollektivverhandlungen im Logistikbereich die Gewerkschaftsvertreter eine Übereinkunft mit den Arbeitgebern getroffen, wonach Überstunden und Nachtzuschläge in Zukunft gleichzeitig ausbezahlt werden. Ja. Gleichzeitig hat man zu bestimmten Zeiten Überstunden und Nachtzuschläge um 50% gekürzt. Durch die Zulagenkürzung verlieren Teilzeitkräfte, die am frühen Morgen arbeiten, bis zu 10% vom Gesamtgehalt. Und wir haben nämlich vor einem Monat einen Beitrag darüber geschrieben. Braucht es hier sozusagen gesetzliche Schranken, also sprich zum Beispiel eine Mindestgehaltsregelung, dass wenn eben durch Kollektivvertragsvereinbarungen Mitarbeiter weniger dann nach diesen Vereinbarungen verdienen, nicht unter diesen Soll fallen? Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, von welchem Kollektivvertrag Sie jetzt reden. Logistik. Kenne ich jetzt nicht im Detail die Regelungen, wobei man sagen muss, ich glaube, dass es nach wie vor sehr gut ist, dass wir keinen gesetzlichen Mindestgehalt haben, sondern dass das auf Kollektivvertragsebene ausverhandelt wird, Gehaltszahlungen. Mhm. Ja. Weil, wie wir wissen, ein Gesetz ist, kann auch, wenn andere Mehrheiten im Parlament herrschen, recht rasch abgeschaffen werden oder geändert werden. Mhm. Und da ist, glaube ich, eine gewerkschaftliche Kampfstärke nach wie vor die bessere Variation in der Sozialpartnerschaft, dass wir so zu einer Einigung und zu einem Gehaltsabschluss kommen. Aber wenn ich jetzt nach einem Kollektivvertrag 10% weniger verdiene und sage, das erledigt und es geschickt. Ich muss gestehen, ich weiß das nicht, mhm. Ich kann das jetzt nicht verifizieren. Da kann ja. Ich Ihnen leider keine Antwort dazu geben. Ist okay. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. WordWrap. Wer seine Pflichtversicherung verliert, keinen Anspruch auf Unterstützung hat und sich nicht selber versichert, stellt ein Sicherheitsrisiko für sich und andere dar. Nein. Ist es nur eine Ja-Nein-Sache jetzt? Oder darf ich was dazu sagen? Ja. Okay, weil wenn ich aus der Pflichtversicherung rausfall, werde ich Mindestsicherung ansuchen und bin über diese, oder Sozialhilfe neu, wie es dann heißt, und bin dort wieder versichert. Sofern man die bekommt. Das ist auch nicht in jedem Fall. Ja, sonst muss ich mich freiwillig versichern. Mhm. Was braucht die Sozialdemokratie am nötigsten? Mehr als 50% Stimmen, damit wir wieder unsere Themenbereiche durchsetzen können. Welche Reformen hat Schwarz-Blau Ihrer Meinung nach richtig gemacht? Boah. Fangfrage, ich weiß. Aus meiner Sicht haben sie gar nichts richtig gemacht, weil sie allein schon mal überhaupt keinen Dialog gesucht haben mit niemandem, sind drüber gefahren über die Arbeitszeit, sprich 12-Stunden-Tag, Sozialversicherungsreform, Geld hin zu den Konzernen, für Frauen nicht wirklich was budgetiert, also mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts Positives ein. Ist die SPÖ eine Pensionistenpartei? Nein, aber die Pensionisten sind bei uns auch herzlich willkommen und sind ein Teil von uns. Wie ging es Ihnen, als Sie von Ibiza das erste Mal gehört haben? Ja, nachdem es immer viele Fake-Videos gibt da in den sozialen Medien, ist das so einmal der erste Gedanke gewesen. Und umso dramatischer war das dann, wie sich herausgestellt hat, dass das tatsächlich ein echtes Video ist. Österreich im Jahr 2030? Es wäre schön, dass wir in Frieden weiterhin leben, in einem geeinten Europa, dass es uns allen so gut geht, dass wir vielleicht eine 30-Stunden-Woche haben, dass wir 6 Urlaubswochen im Jahr jeder hat, eine 4-Tage-Woche, dass wir die beste medizinische Versorgung haben für uns Menschen und ja. Umbenennung der sozialistischen Jugend in sozialdemokratische Jugend. Wäre das für Sie ein Thema?
Nein. Gut, dann eine letzte Frage. Sie haben 30 Sekunden. Warum soll man ausgerechnet Sie jetzt wählen? Ich bin eine Kämpferin, ich setze mich für Menschen ein. Menschen sind für mich wichtig und vor allem auch, in welcher Situation sie leben. Das heißt, ich möchte für die Menschen in Österreich und vor allem in Graz auch was bewegen. Darum ist es mir wichtig, dass es weiterhin eine beste Gesundheitsversorgung für alle Menschen gibt, dass man mit dem Einkommen leben kann, rund 1.700 Euro steuerfrei. Dass wir aber auch eine Wohnung uns leisten können, darum soll es Mietpreisobergrenzen geben und die Steuer auf Mieten wegfallen. Und weiterhin sollte man in einer Stadt leben können, wo man die Luft gut atmen können. Das heißt, für Klima und Ausbau von öffentlichen Verkehr sollte man schauen. Und darum bitte 29. September SPÖ bei Rainer Nussbaum. Danke. Das war noch der berüchtigte Werbespruch. Genau. Ich danke fürs etwas länger als geplante Gespräch, aber wie immer, wir nehmen uns Zeit für unsere Politiker. In dem Sinne, Inside Politics, mehr als Tagespolitik. Danke fürs Zuschauen. Danke auch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.